sicher ruhiger an. Mal wieder ein bisschen aufbauen, die Confident, und dann ja, schauen, wie es kommt. Bis später. Ich nutze mal die Zeit, um euch ein bisschen das zweite Camp zu zeigen. Das Ausblick hinten aus dem LKW raus. Es gehört zum Hotel. Es gibt zwei Bereiche. Einen kleineren, da beim Hotel. Und der andere am Campingplatz. Sind doch schon einige zurück. Ein kleiner Hinterhof. Ein paar Side-by-Sides. Was noch gut ist an diesem Camp, da hat es gleich einen Laden, der eigentlich so alles hat, was man braucht, Brot zu trinken. Teppich kann man kaufen, alles da. Und der Rest steht hier auf dem Campingplatz. Sicher noch spannend, wenn man gemütlich in den Ferien ist und campen, und dann kommt so eine Horde Rallye-Teilnehmer. Aber bis jetzt, denke ich, haben die das positiv aufgenommen. Der große Sattelschlepper für Motorräder wollte auch da reinfahren, oder der ist da reingefahren, wo wir standen. Aber hat dann schnell bemerkt, dass der zu groß ist und steht jetzt in der Einfahrt vom Campingplatz. In diesem Bereich stehen die Urlauber. Hat es da Deutsche, Österreicher. Und jetzt für zwei Nächte haben die jetzt Unterhaltung. Es ist 3 Uhr und die Teilnehmer kommen langsam zurück. Auch ein schönes Servicefahrzeug, ein Engländer. Genügend Platz. Viel Grünfläche hat es nicht auf diesem Campingplatz. Da sollte man sich nicht drauf einstellen.
Er fährt da mit isländischer Nummer. Danu, sag noch etwas. Alles klar, wunderbar in Zagora. Motorräder. Ah, da geht's weiter. Ist wirklich, jeder Platz wird hier genutzt. Ah, da hat es grün. Was ich ein bisschen schade finde hier an dieser Rallye ist, dass die Camps ein bisschen auseinandergezogen sind oder es sogar mehrere gibt und aus meiner Sicht dann nicht so ein Camp-Feeling entsteht, wo man zusammen das Ambiente genießt. Aber vermutlich nicht anders lösbar. Aufgrund den doch größeren benötigten Platzverhältnissen. Hier gibt es zwei unterschiedliche Varianten von Roadbüchern. Hier auf der Rolle Papier auf dem Motorrad. Und der fährt elektronisch mit Tablet, also der hat ein iPad und hat das Roadbook da drauf. Und die Zukunft wird vermutlich digital sein. Dritter Tag lief einwandfrei. Spaß in den Dünen, schnelle Passagen. Ich denke, ich zeige euch mal ein paar Impressionen. Dann 2 Uhr bereits wieder im Camp gewesen. Der Lukas noch früher geduscht, rasiert und jetzt wird wieder fleißig gearbeitet. Bei Lukas werden da Teile gewechselt, da gehen wir doch gleich mal schauen. Ich hoffe, man versteht mich. Also wird da getauscht? Mittellager. Von der Kaderwelle praktisch. Ah, okay. Alles neu. Brauchst du? Warte schon. Bitte. Bitte? Und wo klebt das Teil dran? Hier. Ah, okay. Das ist die Kaderwelle? Ja. Ah, okay, ja. Und dann machen wir das neue Lager drauf, praktisch in der Mitte, dass die wieder schön rund läuft. Wie das aussieht, wenn es fertig ist. Sieht so aus. Einfach eine Platte.
Die wird am Abend jeweils runtergenommen, damit man unten gut zukommt. Aber tagsüber ist da alles zu, perfekt. Beim Lukas sieht man jetzt auch, das Vario-Getriebe ist jetzt gerade offen. Als normalerweise ein Riemen. Der wurde jetzt kontrolliert und wenn nötig ausgetauscht. Die sind noch die Kufen, ne?